Julia, bist du heute nicht ein bisschen spät dran? Na, Thomas, ich fange doch heute erst ein bisschen später an. Ach so. Du, kannst du mir heute auf die Nacht aus der Apotheke vielleicht ein paar Kopfweh-Tabletten mitbringen? Hast denn du immer nur Kopfweh? Ja. Das kommt davon, weil du immer so verkrampft am Laptop sitzt. Ja, Schmarrn. Ja, natürlich. Ich glaub mal. Hallo, wer immer da drin ist, Beeilung, ich muss duschen. Markus. Ja, gleich. Jetzt schwing mal deine Hufe. Eieieiei. Besetzt, Lisa. Oh. Hallo? Manu, wer ist denn da drin? Ich hab's gleich. Ach, Markus, lass doch nur Zeit. Ich hab bloß mein Schminkzeug vergessen. Ich komm später wieder. Rari-tara. Die Post ist da. Rari-tara. Die Post ist da. Trari, trara, die Post. Ja, wenn sich da niemand für die Post interessiert, dann muss halt ich lesen. Endlich einmal wieder Postkarten. Und nicht immer dieses blöde Warts ab von dem Handy. Lieber Thomas, ich sitze hier auf den Bahamas und lasse mich von der herrlichen Sonne bräunen und vom Personal verwöhnen. Diochi! Warum ich mir das leisten kann, nachdem du mich nicht geheiratet hast. Oha, jetzt wird's interessant. Klammer auf, ich bin immer noch verrückt nach dir. Klammer zu. Aha, habe ich den reichen Bockelmann geheiratet und bemühe mich jetzt, sein Geld unter die Leute zu bringen. Gehst du immer noch mit dieser Sumpfralle Julia? Sumpfralle, was ist denn das? Mach Schluss mit ihr. Und nimm mich, solange der Bockelmann noch reich ist. Ach, Frau Kriegs, Sie wissen doch, dass... Ach, was? Deine Hexe. Die hat ja eine Faustdick hinter die Ohren. Aha. Hab er mich doch nicht verhört. Unsere liebe Vermieterin ist einmal wieder da. Müssen wir die Tür doch einmal zusperren, ha? Okay, das braucht's doch nicht. Nein, wollte mal schauen, ob schon jemand auf ist. Mhm. Ja, oder ob ich vielleicht was aufräumen kann. Ja, im Bad ist niemand. Ja, ich mache jetzt einen kleinen Kaffee. Hm. Braucht's nicht. Und? Ist was passiert? Nein, nix. Ich hab gute Laune. Aha. Ja, wer da wohl wieder für Neuigkeiten gesorgt hat, ha? Was hast du gesagt? Nix, nix. Ich hab bloß gemeint, ich brauch jetzt zuallererst einmal eine Dusche. Ja, ja, du, das ist gut. Das magst, gell? Weil du hast ja halt sicher wieder irgendwo ein Vorstellungsgespräch. Woher wissen Sie denn das? Mein Gott, woher weiß ich das? Woher weiß ich das? Du hast doch jeden Tag so ein Vorstellungsgespräch. Frau Krieg, Sie haben schon wieder meine Post gelesen. Ich? Ja. Anderlei Post lesen? Ja, gar nie. Ja, da darf ich mich auf Sünden fürchten. Na, da hat schon meine Mutter dafür gesorgt, gell? Mhm. Die hat nämlich immer gesagt, wer fremde Briefe liest, kriegt Schwindsucht. Schwindsucht? Dann müssen Sie die ja schon lang haben. Was hast du gesagt? Und? Ist Post für mich kommen? Na, für die ist nichts dabei. Aber du hast ja sicher noch mehr Vorstellungsgespräche. Ja, zum 100. Mal. Und bestimmt wieder umsonst.
Der Verkäufer gibt so wie Sand am Meer. Den nehmen wir bestimmt nicht. Mein Gott, wenn ihr mit derer Einstellung da hingehst, dann nimmt die freilich näher, Manns. Mensch, du bist doch jung und kräftig, kannst hinlangen. Herrschaftszeiten, da wird doch irgendwas gehen für die. Ach, was wissen denn Sie schon? Ach und, denken Sie an die Schwindsucht? Meine Güte, so ein Lorms hier, da. Herrn Markus Kopper. Huh, was kriegt denn der für einen dicken Brief? Vom Tagblatt? Was, von der Zeitung? Und nur dazu so einen dicken? Huh, da braucht er der 5 Tage, bis er das gelesen hat. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Karin, hast du meinen Nachlass gesehen? Das sind ja lauter Briefe. Und alle zu. An Chiffre 824. Was ist ein Chiffre? 1, 2, 3, 4, 5. Und alle an den Chiffre 824. Ilse, ich glaube, wir sind da einer Geheimorganisation auf der Spur. Wer will der Stern in meiner Nudelsuppe sein? Ha? Ein Stern in der Nudelsuppe? Markus, jung und dynamisch, nach allen Seiten offen, aber trotzdem ganz dicht sucht sie. Jeden Tag nur Nudelsuppe ist langweilig. Ich hab doch den Markus noch nie eine Nudelsuppe gekocht. Willst du der Stern in meiner Nudelsuppe sein, dann melde dich. Entschlagt 14. Ein Stern in der Nudelsuppe. Was ist mit der Nudelsuppe? Jetzt gibt's doch erst einmal ein Frühstück. Ja, ja der Markus. Der Markus wollte mal eine Nudelsuppe. Ach so, ja. Der Markus. Ja. Wer ist denn da drin? Der Michael. Der hat halt wieder ein Vorstellungsgespräch. Hoffentlich klappt's diesmal. Ja. Seine Laune, die ist ja nicht mehr zum Aushalten. Ist Post für mich gekommen? Nein, für die ist nichts dabei. Ja, und die Karten, die kann ich da nicht geben. A Karten? Ja. Für wen ist die? Für Thomas, aber die muss ich ihm selber bringen. Geben Sie es mir, ich bringe sie ihm dann. Ja, aber du musst mir versprechen, dass das nicht liest. Ja, jetzt geben Sie es schon her. Aber nicht lesen. Tut dir das nicht um? Ja. Was? Ich habe dich gewarnt. Sumpfralle? Ja, sag einmal, spinnt die? Weißt du, was das heißt? Und so eine wollte der Thomas einmal heiraten und ich weiß da gar nichts davon. Also der kann jetzt was erleben. Ich habe dich gewarnt. Frau Krieg, Sie haben die Karten gelesen? Du doch auch? Tja. Also bei mir ist das aber ja ein bisschen was anders. Also ich hab ja nur dieses schreckliche Wort Sumpfralle gelesen. Das Wort, das springt einem richtig in die Augen, das ist ja furchtbar. Weißt du, was das ist? Eine Frau, die Post von fremden Leuten liest. Thomas, Schatzi, du, ich hab da mal eine Frage an dich. Also Leid gibt's. Willst du der Stern in meiner Nudelsuppe sein? Das hört sich ja gerade so an, als wenn ein hungriger Junge eine Frau zum Kochen sucht und die Katze streichelt. Also, zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben, dass ein junger Mann einen Stern für seine Nudelsuppen sucht. Mein Mann, Gott hab ihn selig, der hat gesagt, Ilse, in 4 Wochen heiraten wir. Dann hat er mich geküsst und hat gesagt, so, jetzt haben wir verlobt. Das war ein Antrag. Ja. Dafür hat er mich langfristig dafür entschädigt und mir ein paar Häuser vermacht. Herrn Thomas Hemming, Habermann Institut für Psychoanalytik. Ha?
Institut für krankhafte Angewohnheiten und gestörtes Verhalten von Menschen. Ich hab's doch gewusst, dass der nicht ganz richtig ist im Kopf. Von wegen Schriftsteller, die haben doch alle eine Marke weg. Und jetzt hat es wahrscheinlich auch noch schriftlich. Ah, die Dusche geht schon wieder nicht. Da kommt bloß kaltes Wasser. Hat schon wieder jemand den Boiler abgestellt? Ha? Ja, wahrscheinlich aus Kostengründen, weil der Strom, der ist ja so teuer. Wer das wohl wieder war, Frau Krieg? Also ich war das nicht, ich nicht. Hast du jetzt kalt duscht? Ja, und irgendwann liege ich dann einmal dort in der Dusche, erschlagen vom Hammer der Eiseskälte. Ihr wisst doch gar nicht, was Sparen überhaupt ist. Außerdem ist kalt duschen gesund, das regt den Kreislauf an. Eigentlich muss man doch das alles erst einmal lernen. Einmal in der Woche warmes Wasser langt doch schließlich. Wir haben damals auch nicht mehr gehabt. Sehr geehrter Herr Hemming, bei den von Ihnen angegebenen Symptomen handelt es sich eindeutig um den Beginn einer desaufierenden Schizophrenie. Hä? Das macht sich bei ganz banalen Dingen bemerkbar. Der psychisch Erkrankte will fremder Leute Probleme lösen, auch um sich in Gespräche fremder Leute einmischen zu können. Also sowas tut man doch nicht. Dringt in fremder Leute Wohnungen ein, also sowas Ungezogenes. Kocht ungefragt Kaffee. Wieso macht jetzt der Thomas einen Kaffee, wenn ich doch schon einen mache? Daher ist uns gar kein Vorwand mehr, dass ich da raufkomme. In ein gefährliches Stadium ist die psychische Krankheit geraten, wenn die betreffende Person fremder Leute Briefe liest. Wohl, Frau Kick. Und? Ist der Kaffee schon fertig? Sieh mich jetzt erschreckt. Können Sie nicht klingeln? Die Tür war offen. Und was machen die jungen Leute? Ja, die Julia und der Michael, die sind schon auf. Ach, die Julia auch schon. Sie wollen sicher zu Ihrem Enkel Thomas, gell? Ja. Ich meine, ich will ja nicht neugierig sein, aber steht's denn wirklich so schlimm mit dem? Was denn? Ja, ich meine, das werden doch Sie selber auch schon gemerkt haben, dass der Thomas ein bisschen desavou, ja, komisch ist. Komisch? Nein. Komisch war der Thomas schon immer. Der ist schon komisch auf die Welt gekommen. Ja, Steißlage. Nein, ernsthaft. Seine Eltern wollten ein Mädel haben. Ah, jetzt. Drum ist der Thomas schizophrenitisch. Na, woher? Nix von all dem. Aber störrisch ist er. Und mich macht der Stock närrisch. Ja, weil er sein schriftstellerisches Talent einfach nicht richtig einsetzt. Nicht? Immer möchte er nur künstlerische Romane schreiben, die dann keiner versteht. Da ist doch gar Geld verdient damit. Ja. Dabei kann er gute, spannende Romane schreiben. Einen hat er ja sogar schon geschrieben. Gezwungenermaßen, weil er ihm den im Voraus gezahlt hat. Also. Und den habe ich dann an einen Verlag geschickt. Aha. Ja, vielleicht sollte der Thomas einmal zu so einem Dings, zu so einem Psychoanalen gehen, oder wie das heißt. Ja, ich meine, vorsichtshalber, bevor er eventuell in die Klapsmühle kommt. Nein, der Thomas braucht keinen Psychologen, der braucht einmal einen Erfolg. So, und jetzt weg hinauf. Können Sie ruhig weiterlesen, Frau Krieg? Ich störe Sie jetzt bestimmt nicht mehr. Ich bin's. Das wird auch gut sein. Typisch für die fortgeschrittene Schizophrenie ist, dass diese Personen von ihrem gestörten Verhalten nichts merken und ihre krankhaften Angewohnheiten immer nur in anderen Menschen sehen. Ja, genau. Genau so ist der alles, schiebt der auf mich.
Kann ich sagen, dass der Kaffee fertig ist? Ja, 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 in ein paar Minuten. Gut, dann sag ich's. Und sag's an Thomas, dass er keinen Kaffee mehr kochen braucht. Was? Der Thomas zum Kaffee kochen? Der weiß ja nicht einmal, wie man Wasser heiß macht. Ach so, hast du das auch in dem Brief gelesen? Interessante Lektüre, gell, Frau Knick? Ja, das kann man wohl sagen. Das sind ja Abgründe. Abgründe sind es. Wenn diesen neugierigen, schwerkranken Menschen nicht ganz schnell geholfen wird, ist eine völlige geistige Umnachtung die Folge. Oh. Ach, guten Morgen, Frau Krieg. Was haben Sie denn schon am hellen Morgen auf dem Tisch? Da war ein Flirn. So, ein Flirn. Ja, ein Flirn. Und ich hab's. Ja, ich koche jetzt einen kleinen Kaffee, gell? Magst du einen? Ach, na, danke. Ich kann mich auch ohne Ihren Kaffee übergeben. Bitte, bitte. Ich hab's ja auch nur gut gemacht. Ist was? Kocht der Thomas vielleicht einen besseren? Der Thomas? Frau Krieg, das war doch jetzt nicht so gemeint. Hoppala. Was hast du mit der da gemacht? Ach, was war's denn ich? Morgen, Frau Krieg. Sie kocht einen Kaffee. Also hat sie wieder was angestellt. Hat's wieder Brief gelesen? Natürlich, wie jeden Tag. Sag einmal, wir waren doch gestern Abend im Goldenen Löwen. Ja, stimmt. Und ist da irgendwas besonders passiert? Sag einmal, weißt du das nimmer? Karin, dir ist schlecht geworden. Und ich bin den halben Abend mit dir auf der Toilette gewesen. Und dann sind wir heimgegangen. Oh je, da passiert endlich einmal was und dann weiß man nichts mehr. Naja, also stundenlang auf der Toilette und sich dreimal übergeben, das war jetzt nicht so toll. Ach, du hast die übergeben? Oh, na, ich nicht. Aber du, dreimal. Ich bin bei dir geblieben und habe mir gekämpft, dass ich mich nicht auch noch übergeben muss. Ja, also da dagegen musst unbedingt was machen. Du musst was dagegen machen. Ja, ich gehe ja halt auch noch zum Doktor. Ach, das ist bestimmt wieder so eine Magenverstimmung. Das habe ich schon mal gehabt. Also wenn du das hast, dann hast du das aber richtig. Du, das ist der Brief. Ach, was denn für ein Brief? Na, der wegen der Krieg. Weißt schon, von dem Institut. Der? Ach, lass einmal sehen. Sie haben aufgemacht und gelesen. Ah, super. Ja, dann sind wir gespannt. Ja, hoppala. Mein Lieber, mit einem Feigenblatt hat die Mode angefangen. Und jetzt sind wir fast wieder am Anfang, gell? Herr Blum, Sie sollen mir doch nicht unter den Rock schauen. Ich schau da nicht drunter. Ich hab ihn nur angeschaut. Und deswegen wirst du ihn auch anhaben, oder? Schauen Sie nicht auf meinen Rock. Schauen Sie lieber auf meine Stiefel. Ja. Passen mir die? Ja, schon. Aber die müssten halt bis da raufgehen. Ja, weil alles, was drunter ist, da brauchst du eigentlich einen Waffenschein dafür. Ja? Ja, dann bin ich ja richtig angezogen. Sag einmal, willst du wen verführen? Das geht dich nichts an. Aber jetzt einmal ehrlich. Ja. Schau ich wirklich verführerisch aus? Oh, Julia, jetzt gib mal wieder Ruhe. Oh, 14 Tage, wenn ich jünger war, dann darf ich jetzt vor dir auf die Knie liegen und um deine Hand flehen. Lass lieber sein, Opa. Du kommst da nimmer hoch. Ja, dann magst du das für mich. Wie geht's der Hagel, Oma? Habt ihr euch einmal wieder getroffen? Ja, gut geht's ihr. Sie hört wieder besser. Ja, wie ich das letzte Mal getroffen hab, hat's einmal donnert und sie hat hereingeschraubt. Sehr witzig. Du, sagst ihr bitte einen schönen Gruß und ich bedanke mich recht herzlich für das Geld, was sie mir geschickt hat.
Was, sie hat dir schon wieder ein Geld geschickt? Also diese Frau macht mich noch wahnsinnig. Dabei kannst du selber ein Geld verdienen. Ja, brauchst bloß das schreiben, was der Verlag haben will. Aber nein, der Herr will ja Künstler sein, nicht? Oh, intime Gespräche? Ich kann auch später wiederkommen. Nein, nein, bleib ruhig. Die ewig guten Ratschläge von meinem Herrn Großvater kennst du ja bereits. Also, wenn ich da einmal was sagen darf. Sag's lieber nicht. Ich sag's trotzdem. Ja, dein Opa hat recht. Du hast wirklich einen guten Roman geschrieben. Ja, ja, ich hab ihn gelesen. Seit wann kannst du lesen? Ich weiß nicht, warum ich immer wieder glaub, dass du mein bester Freund bist. Weil's so ist, basta. Also, bevor das hier zu einem Krieg ausartet, sollten wir uns zuerst einmal um die Frau Krieg kümmern. Der Brief ist gekommen. Und? Hat's ihn gelesen? Freilich hat's ihn gelesen. Ein Brief von einem Institut für krankhafte Angewohnheiten und Verhaltensstörungen. So was lasst ihr sie doch nicht entgehen. Ja, und? Wie hat sie reagiert? Ja, nix. Sie war wie immer. Ja, hat sie nicht kapiert? Ach, es ist viel schlimmer, Thomas. Sie meint nämlich, du bist die gestörte Person. Was? Ja, ist sie die Nummer ganz dicht? Also deutlicher, wie ich das in dem Brief geschrieben habe, geht's ja wohl nicht mehr, oder? Na, ihr habt's ihn doch auch gelesen. Ja, schon. Aber der Brief ist an dich gerichtet. Ja, aber die kann doch nicht allen Ernstes meinen, dass ich das bin. Die kann mich doch nicht allen Ernstes für mich Schucke halten. Naja. Möglich wär's schon, so wie du dich manchmal verhältst. Markus, du bist ein glücklicher Mensch. Du kriegst einmal keinen Gehirnschlag. Du hast nämlich keins. Ach, was bist du halt wieder lieb zu mir. Ja, also euer dummes Geschwätz bringt uns jetzt auch nicht weiter. Was machen wir denn jetzt mit der Krieg? Keine Ahnung. Ich kann diese Hex erwürgen. Oh, Mord am frühen Morgen, das ist gut. Das hebt die Stimmung. Was? Wir murksen die Krieg ab? Ja. Aber eine ehemalige Tussi vom Thomas. Das wird schwer. Diese Hexe hat sich nämlich einen Millionär geangelt und versucht jetzt sein Geld unter die Leute zu bringen. Oh, wieso passiert mir sowas nie? Ich triff immer bloß die, die nix arbeiten. Oder die, die nix haben. Aber genau, ich muss gehen. Nein, nein, bleib nur kurz da. Der Brief für den Krieg ist gekommen. Sie hat ihn gelesen und Achtung, jetzt kommt's. Sie denkt, dass ich das bin. Und jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Abmurksen! Wen? Die Frau Krieg? Die auch. Und diese Hexi. Die hat mich Sumpfralle geheißen. Also, ich finde Sumpfralle echt süß. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen ein Holz umdrehen, mein lieber Schatz. Und jetzt gibt's eine Ruhe, Herz zum Streiten auf. Sie haben jetzt Wichtigeres zu tun. Julia, du gehst jetzt raus in die Küche zur Frau Krieg und verwickelst sie in ein Gespräch, damit sie uns nicht zuhören kann. Warum immer ich? Ja, weil du dich am besten verstehst mit ihr. Jetzt geh schon. Wir sagen dir dann schon, was wir besprochen haben. Sag's dir, sie soll uns ein paar 4 Minuten nachher machen. Ich gebe eine Runde aus. Höre ich da vielleicht auch noch Rührei mit Speck? Weil dann könnte ich eventuell auch noch bleiben. Also gut, auch noch Rührei mit Speck. Wenn's es macht. Sonst du irgendjemand einen Wunsch? Also nur, weil ich gerade dabei bin. Frau Krieg! So, und wir gehen jetzt über zur Phase 2. Hab ich da was verpasst? Was war Phase 1? Markus. Da hinten in der Schublade liegt der Strick. Thomas, jetzt hör halt einmal auf. Herrschaft, man möchte nicht glauben, dass ihr zwei fremd seid. Gell? Das hab ich mir schon lang gedacht. Ich muss irgendwas von einem Masochisten an mir haben. Ha, Six, jetzt hast du es selber gehört, aber ich sag ja keinen Ton. Ihr wollt sagen, dass das Masochist heißt. Also, ihr könnt es ja gern noch eine Weile so weitermachen. Ich habe auf alle Fälle in einer Stunde mein Vorstellungsgespräch. Dann bleib einmal da, Michael. Also, Phase 2 bedeutet, wir sorgen dafür, dass genau in dem Moment, wo sie da in der offenen Tür steht, ihr Name fällt. Dann horcht sie ganz bestimmt. Ha, die horcht doch sowieso. Mir ist schlecht. Bis hat nur Zeit. Also, wie gesagt, wenn sie dann in der offenen Tür steht,
dann fangen wir an, sie zu bedauern. Und einer schiebt's auf den anderen, es ihrer beizubringen, dass sie an fortgeschrittener Schizophrenie leidet. Und dass das in völliger geistiger Umnachtung endet, wenn sich nicht sofort ändert. Geistige Umnachtung, das ist ja voll gut. Also, das ist doch voll Schrott. Na, ich gehe jetzt auf alle Fälle zu der Firma, wo ich mich vorstellen soll. Dann aufs Arbeitsamt zwecks der nächsten Adresse. Ich mein, für den Schmarrn da braucht sie mich sowieso nicht. Für was willst du den Hype bewerben? Keine Ahnung. Was? Also das ist einmal wieder typisch für dich. Also entschuldige bitte, wenn ihr euch schon so oft beworben hättet wie ich, dann war euch das auch egal. Irgendwas werden sie mir schon zuweisen. Du bist ja voll hohl. Du hast es auch gerade nötig, von hohl zu reden. Also weißt, Michael, ein bisschen hat der Markus schon recht. Du bist viel zu pessimistisch. Probier's heute mal mit Optimismus. Überlege mal, was tat dir der Freund machen? Wo liegen deine Talente? Ha, Talente? Hat der keine. Ha, ha, ha. Der Blätter kann er mich selber. Ja, wenn man dauernd Absagen kriegt, da kann man nicht mehr strahlen. Nein, man muss aber seine miese Laune auch nicht immer an die anderen auslassen. Ja, ja. Also, du gehst dir jetzt vorstellen. Gehst in das Büro rein, voll Zuversicht und Selbstvertrauen. Und sagst, guten Morgen, da bin ich. Ich bin jung und ich kann fast alles. Man muss mich bloß machen lassen. Was haben Sie für eine Arbeit für mich? Stimmt, ich kann ja wirklich alles. Ja, fast alles, aber mich lässt ja keiner. Ja, bei dem Gesicht wundert mich das nicht. Du, ich hab kein anders. Natürlich hast du ein anders. Ein strahlendes, ein freudiges Gesicht. Wo stellst du dem vor? Bei der Firma Binder. Binder, Binder. Heißt da der Personalchef bei denen nicht? Brummer. Woher wissen Sie das? Wenn man mal über 70 ist, weiß man alles. Auf alle Fälle, wenn alle Stricke reißen, dann sagst du zu dem Brummer, dass du mit dem Gerhard Blum befreundet bist. Und das hilft? Dann probier's halt. Tja, Korruption in der eigenen Familie. Ich fass es nicht. Da zirkt man daheim aus und versucht auf eigene Füße zu stehen. Und was passiert? Der Opa geht bei uns ständig ein und aus und gibt uns Ratschläge. Also bis jetzt haben wir die Ratschläge aber immer gut brauchen können. Und außerdem gehe ich nicht ein- und aus bei euch. Da, trink einmal. Oh, ja, nicht so. Ah! Ah, was ist das? Schlechter Apfelsaft. Oh. Oh. Ja, manchmal ist ja nach dem Verfallsdatum noch gut. Das wollte ich heute halt einmal ausprobieren. Und ich hätte ihn trinken sollen? Da. Ich sag nur zum Freund. Ah, ja, sag mal, spitz dich, du. Ja, voll Teufel. Gut. Schütt ihn halt weg. Ja, bitte. Oh, ha. So. Schnell, sitz dich hier. Die Frau Krieg kommt. Oh. Schnell. Also dann, wie ausgemacht. Ich übernehm's Reden und schmeiß euch die Bälle zu. Ja, und was macht man dann mit die Bälle? Markus, häng die an Kürbis um. Für was? Der passt so schön zu dem, den du schon auf deinem Hals hast. Mein Gott, der macht mir nur wahnsinnig. Achtung, Sekunde. So. Also, Sarah. Was machen wir denn jetzt mit der Frau Krieg? Ja. Meine, die arme Frau, die tut mir so leid. Mhm. Ja, irgendeiner von uns muss es ihr sagen. Ja, der Thomas hat recht. Einer von euch muss ihr sagen. Ja, dieser Professor Höllriegel, der ist ja auf dem Gebiet der Psychoanalytik eine wahre Kapazität. Und wenn der schreibt, dass die Symptome von der Frau Krieg zur völligen geistigen Umnachtung führen, dann weiß der, was er sagt. Mhm. Ja. Michael, sagst du es ihrer? Was? Michael, sagst du es ihrer? Opa, das hab ich gerade schon gefragt. Ach, drum ist mir das so bekannt vorgekommen. Also, das ist jetzt nicht die Zeit für deine Witze. Ja, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Ja, also, ich kann dir das jetzt nicht sagen mit dieser geistigen Umnachtung. Ja. Außerdem können wir ja nichts dafür, dass sie den Brief von diesem Professor Höllriegel da gelesen hat. Ja, der Brief, der war ja extra an Thomas adressiert, dass sie ihn eben nicht zuerst liest und vor lauter Angst verrückt wird. Ja, außerdem hab ich jetzt mein Vorstellungsgespräch. Karin, was ist mit dir? Mir ist schlecht. Tja, das ist natürlich ein Argument. Lisa! Du sagst es ihrer.
Was ich? Mhm. Na, um Gottes Willen, ich kann das nicht. Die arme Frau Krieg und Schizophren. Ich darf kein Wort rausbringen. Also gut, dann opfere ich mich. Nein, du, Markus, das geht nicht. Ja, dafür braucht man Einfühlungsvermögen. Da kann man nicht mit der dir ins Haus fallen. Und? Übrigens ist Post für dich gekommen. Was? Post für mich? Ach, das ist. Ich muss gehen. Möchtest du den Brief nicht aufmachen? Na, dafür habe ich keine Zeit. Außerdem ist es nicht so wichtig. Das sind die Zuschriften von unserer Heiratsannonce, die wir für ihn aufgeben haben. Wer will der Stern in meiner Nudelsuppe sein? Was ist die Idee? Ja, ist doch gut, oder? Also, da meint sie bestimmt die richtige Frau. Ja. Ja, ich geh jetzt mal in die Küche zur Frau Krieg. Wart, ich komm mit. Au! 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 Sie werden doch wohl nicht gelauscht haben, ha? Ich halte das nicht aus. Was? Ich wär schizophren. Ich wär verrückt. Das wollen wir doch nicht hoffen, Frau Krieg. Schauen Sie, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, aber ihr habt so. Der Brief, der war für mich, ja. Nicht für Thomas. Ja, so leid es mir tut, Frau Krieg. Aber es ist nie zu früh und selten zu spät für eine bessere. Sie meinen, es besteht noch Hoffnung? Natürlich besteht Hoffnung, ganz sicher. Haben Sie den Brief nicht zu Ende gelesen? Ich habe überhaupt keinen Brief gelesen. Ade. Nein, ich habe das nur gehört. Nur gehört. Nur zufällig. Wirklich ganz zufällig. Ja. Sehen Sie, gerade so ein Zufall darf in Zukunft nicht mehr vorkommen. Bei Ihrer Diagnose. Geistige Umnachtung. Ja, also keine fremden Briefe mehr lesen. Keine fremden Briefe mehr lesen. Nicht mehr horchen. Nicht mehr horchen. Und nichts mehr aus reiner Neugierde machen, sondern nur noch aus reiner Freude und Nächstenliebe. Nur noch aus reiner Freude und Nächstenliebe. Jawohl. So, und jetzt gehen wir zu Ihnen unter, weil Sie brauchen jetzt jemanden, der sich um Sie kümmert. Ja. Und ich mach das. Ja. Er hat vergessen, ihrer zum Song, dass sie aus reiner Freude unser Frühstück machen soll. Das habe ich mit Absicht vergessen, weil wer sich selbstständig machen will, der muss ja selber das Frühstück machen können. Ja, und jetzt? Beruhig dich. Das bisschen Frühstück, das schaffen wir doch. Ein Knäckchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab gemeint, du bist schon längst unterwegs. Es ist zum Scheißeschreien. Da stehen 3 Autos im Parkverbot, ja? Und an meinem klebt der Strafzettel drauf. Und deswegen bist du jetzt wieder zurückgekommen? Nein, aber du hast mich doch vorhin gerade gefragt, ob er dich in die Stadt mitnehmen soll. Stimmt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Oh Gott, mir ist schlecht. Was? Hallo? Jemand da? Ich komme aus reiner Freude und Nächstenliebe. Jetzt schaut dir das wieder an. Nix ran ans Wichte, junger Leid. Da muss doch ich noch dem Rechten schauen. Die kommen doch ohne mich überhaupt nicht zurecht. Die darfst doch ohne mich direkt verwahrlosen. Soldat.
Hallo, Thomas. Hallo. Ach, du, Thomas. Ich hab mir den ganzen Tag einen Kopf gemacht, ob das richtig war, was wir gemacht haben. Thomas, hast du gehört? Ja, meinst du, es war richtig, was wir heute in der Früh mit der Frau Krieg gemacht haben? Es war richtig. Ach, ich weiß nicht. Hast du an meine Kopfhörtabletten gedacht? Ist jetzt wieder beleidigt? Eher geschockt. Keine Angst, der Opa macht das schon mit der Frau Krieg. Du, die zwei, die daten doch eigentlich ganz gut zusammenpassen, oder? Ja, wenn ich dran denke, wie nett er immer mit dir umgeht. Also, wenn mein Opa zu irgendjemand passt, dann zu meiner Oma. Ja, aber die zwei, die gehören doch auch nicht zusammen. Aber so gut wie. Hagenoma ist Mutter von meiner Mutter. Und der Opa ist der Vater von meinem Vater. Sie ist Witwe, er ist Witwe. Passt doch gut. Und jetzt ist Schluss. Ich habe zu arbeiten. Du arbeitest nicht, du liest. Tja, lesen ist für einen Schriftsteller Arbeit. Ja. Besser warst du, darfst du mal wieder was schreiben. Willst du bestimmen, wann ich schreibe? Die meisten Schriftsteller, die brauchen heute jemanden, der sie zur Arbeit animiert. Du, ich hab da mal von einem Erfolgsautoren gelesen, dass der jeden Tag 6 Stunden am Schreibtisch sitzt und schreibt. Ja, das müsstest du auch. Und dann schreibst du noch mal so einen tollen Krimi wie Licht im Dunkeln, den du für dein Opa geschrieben hast. Ja, du, das war so ein cooler Stoff. Das war ein absoluter Schund. Sowas will doch kein Mensch lesen. Doch, ich lese sowas. Ja, du hast ja keine Ahnung. Doch. Aber Licht im Dunkeln, du, der war sowas von spannend und gleichzeitig romantisch. So richtig was für Liebespaare. Ja, ja, hat sie was mit Liebespaar. Stell dir vor, der Christian hat gerade mit mir Schluss gemacht. Er mit mir. Oh je, du Arme. Aber ihr zwei, ihr seid doch eigentlich gar nicht richtig miteinander gegangen, oder? Hast du nicht gesagt, er hat dich nicht einmal küssen dürfen? Nein, natürlich nicht. Aber das ist noch lange kein Grund, dass der Christian mit mir Schluss macht. Also wenn jemand Schluss macht, dann bin ich das. Tja, wo sind wir denn? Oh mei, Frauenlogik. Da davon versteht ein Schriftsteller wiederum gar nichts. Mei, eine Frau braucht auch ihre Erlebnisse und Erfahrungen, bevor sie sich einen Ring fürs Leben überstreifen lässt. Gott, wie theatralisch. Siehst, von ihren Erfahrungen und Erlebnissen, da kannst du gut und gern 3 Romane schreiben. Ja. Glaubst du mir's vielleicht nicht, ha? Ja, ich kann schon aus dem Nähkästchen plaudern. Schreibst du Tagebuch? Tagebuch? Am Tag erlebe ich ja nichts. Also schreib mit. Ja. Ich wurde an einem Sonntag im Februar geboren. Die Sonne hat gescheint und der Frühling ist vor der Tür gestanden. Danke, das reicht. Ich geh jetzt ins Bad und steck meine Zunge in der Steckdose. Ja, das reinigt vom Schund. Ja, mein. Hat er was gegen Frauen mit Erfahrungen? Ja, du und deine Erfahrungen. Ob das immer alles so stimmt, ich weiß nicht. Aber was willst du eigentlich damit bezwecken? Mei, ich möchte heute eben nicht als die Unschuld vom Lande dastehen. Jetzt klär mich heute einmal auf. Was? Was das vielleicht auch noch nicht? Geschmarrn. Wie hast du deinen Thomas kennengelernt? Ich bin in einem Café gesessen und hab beschlossen, mich nie wieder in einen Mann zu verlieben. Ja, und dann ist er reinstolziert. Und ich hab mir noch gedacht, was ist denn das für ein arroganter Schnösel? Das kenn ich. Das hab ich auch schon oft gedacht. Ja, aber dann ist er richtig nett geworden. Ja, wir haben uns richtig gut unterhalten. Und zum Abschied hat er mir dann nur einen Kuss gegeben. Was? Schon am ersten Abend? Ja, sicher. Und dann sind wir heimgegangen. Miteinander? Nein, jeder für sich. Aber am nächsten Tag, da hat er mir dann gleich schon gesimst. So richtig poetisch. Schriftsteller eben. Ja, und dann? Ja, seitdem sind wir beieinander. Ach,
Wenn doch bloß in mich arm euer Mann so richtig verliebt wär. Bist du denn in einen Mann verliebt? Ja, und wir. Aber er weiß nicht. Ja, dann sag's ihm halt einfach. Na, das kann ich nicht, na. Außerdem darf er sowieso nicht begreifen, wenn ich es ihm sagen darf. Gell, warum? Ist der so schwer vom Begriff? Ja, ein bisschen schon. Naja, am Esel muss das halt öfter sagen. Aber er soll es doch zu mir sagen. Er soll mir die drei Worte sagen, die Verliebte auf immer und ewig zusammenhalten. Und was sind dann die drei Worte, die Verliebte auf immer und ewig zusammenhalten? Ich bin schwanger. Drei Worte. Ich meine die anderen drei Worte. Für mich gelten bloß die drei Worte. Sag bloß, du kriegst ein Kind? Das hat jedenfalls der Doktor gesagt. Und von wem? Das hat er nicht gesagt. Julia möchte wissen, wer der Vater ist. Mein Gott. Das glaubt ja kein Mensch. Jetzt lass mich halt ausreden. Ja, von wem wird's schon sein? Von Michael. Weiß der das schon? Nein. Und ich sag's ihm auch nicht. Und ihr auch nicht. Gell, warum denn nicht? Weil ich das nicht will. Basta. Da geht sie wegen einer Magenverstimmung zum Doktor und kommt schwanger wieder heim. Der Doktor hat gesagt, ich soll heiraten, damit die Magenverstimmung einen Vater kriegt. Ja, da hat er vollkommen recht. Du musst heiraten. Ja, das hat mir gerade noch gefällt, dass jemand zu mir sagt, ich muss heiraten. Auf jeden Fall, wenn ich gestern gewusst hätte, dass du schwanger bist, weil ich nicht mit dir zwei Stunden auf dem Klo rumguckt. Warum nicht? In der schwachen Stunde, in der du schwanger worden bist, war ich ja auch nicht dabei. So habe ich mir eine Freundin vorgestellt. Du bist mir wirklich eine große Hilfe. Hallo? Ach, hallo Christian. Ach, du möchtest mich einladen? Wann? Ah, heute Abend um 8. Mhm. Gut, gut, einverstanden. Ja, ja. Ja, ich freue mich auch. Und du bist nimmer sauer auf mich? Ach, mein, das ist aber lieb. Also, dann bis heute Abend. Ich hab mir gedacht, der hat Schluss gemacht. Hat er ja. Aber er hat's gleich wieder bereut und mich für heute Abend zum Essen eingeladen. Was ist denn eigentlich passiert? Er hat mir was ins Ohr geflüstert und mich dann auf den Mund geküsst. Und? Ja, da ist doch nichts dabei. Du weißt ja nicht, was der mir ins Ohr geflüstert hat. Ja, wir haben jedenfalls so eine knallt. Ich glaub's einfach nicht. Ich bin schwanger und keiner kümmert sich um mich. Ja, ich hab's gleich. Gell? Ja, gleich kümmere ich mich um die werdende Mutter. Hallo Christian. Ja, ich bin's nochmal, die Lisa. Mei du, ich hab vorher leider gar nicht mehr dran gedacht. Ich kann heute Abend leider doch nicht. Nein, ich hab leider schon was vor, ja. Außerdem ist es besser, wenn wir uns trennen. Für immer. Ja, du hast richtig verstanden. Ich beende hiermit unsere Beziehung. Was hast du gesagt? Aufgelegt. Der hat mich nie geliebt. Sag einmal, spinnst jetzt? Was war denn das jetzt? Bist du auch schwanger? Hab ich doch vorher schon gesagt. Wenn jemand Schluss macht, dann bin ich das. Ja, und du? Du hättest einen Mann, der dich liebt und du willst ihn gar nicht. Das ist meine Sache. Nein, das ist jetzt eben nicht nur deine Sache. Das Kind braucht einen Vater. Ja, einen Vater vielleicht. Aber auch ein Ernährer. Und das ist der Michael gewiss nicht. Arbeitslos und frustriert. Geschlampert und ständig mies drauf. Meinst du, der darf einmal aufräumen? Ja, das hab ich beim Thomas schon längst aufgegeben. Also in meinem jetzigen Zustand kann ich das gar nicht brauchen. Dann solltest du vielleicht über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken.
Was spinnst du? Also sowas kann die nie machen. Ja, ist schon gut. Ich hab doch bloß gedacht, dass... Also von meinen Freundinnen hätte ich wirklich ein bisschen mehr Unterstützung erwartet. Ein bisschen mehr echte Hilfe. Wo ist denn jetzt hier? Ins Küchenalthema. Wo ist der nicht hinterhergehen? Ging ja gar nicht drauf. Wenn sie in der Küche ist und heult und Tee macht, dann muss sie keinen um sich rum haben. Da schmeißt sie jeden raus. Und dann wundert sie sich, dass ihr Tee so salzig schmeckt. Sie muss jetzt eine Weile allein sein. Ja, das muss ich jetzt da. Mein Lieber, nur eine halbe Stunde länger mit dieser Frau in dem Zustand und ich brauche eine Woche Bettruhe. Hey, komm, Opa, dann sitz die lieber hier, nicht, dass du uns noch umkippst. Können wir vielleicht irgendwas für sie tun? Ja, ich brauche jetzt erst einmal was zum Trinken. Jesus, da ist ja die Karin draußen und warnt. Keine Angst, gegen Überschwemmungen sind wir versichert. Ja, aber warum warnen sie denn? Sie macht sich einen Tee. Und deswegen warnen sie? Sie kriegt ein Kind. Ach so. Was? Sie kriegt ein Kind? Von wem denn? Ja, von Michael. Die ist auch noch. Dabei streiten die zwei doch nur. Ja, da haben sie halt einmal eine Pause gemacht. Ich hol einer was zum Trinken. Ja. Naja, ich bin's ja schon gewohnt, dass du mich rausschmeißt. Was möchtest du denn trinken? Also jetzt brauche ich erst einmal einen Schnaps. Ja, ich brauche jetzt auch einen. Ja, hoffentlich haben wir überhaupt noch einen. Ja, vom letzten Silvester müsste noch einer da sein. Setzen Sie sich hin, Frau Krieg. Ich bring Ihnen beide einen. Das braucht's doch nicht. Darf sie mir was bringen? Sie darf. Na, dass mir sowas passieren muss. Warum hat mir denn das niemand gesagt? Ich hab doch das gar nicht gewusst, dass ich so schizo bin. Jetzt lass gut sein. Du musst dich nur genau an meine Anweisungen halten, dann kriegen wir das schon wieder hin. Ich kuriere dich schon. Ja, oha! Hm? Man ist ja also ein bisschen näher gekommen. Hm. Er ist ja so ein lieber Mensch. Nicht einmal mein Seliger. Er möge in Frieden ruhen. War so lieb zu mir. Das freut mich aber. Jetzt passiert einer das bestimmt nimmer. Ja, mir ist doch das gar nicht aufgefallen, dass ich so neugierig und indiskret bin. Das gehört bestimmt zu meinem Krankheitsbild. Ja. Erst der Gerhard. Der Gerhard, der hat mir die Augen geöffnet. Das musst du mir glauben, Julia. Ich hab das alles ganz, ganz unbewusst gemacht. Aber unser Frühstück, das machen Sie schon noch. Ich meine, so ganz bewusst. Darf ich auch nicht mehr, hat er gesagt. Ja. Darüber red man noch. Darüber gibt's nichts zum Reden. Rat's einmal, was ich jetzt mach. Keine Ahnung. Was? Ja, was? Ilse, du sollst nicht so neugierig sein. Weißt du nicht mehr, was wir besprochen haben? Sie hat doch zuerst gefragt. Aber. Ich geh zum Thomas und mach was gegen sein Kopfe. Gegen sein Kopfe? Mit dem Stein? Das ist kein Stein, das ist ein Kristall. Der kommt auf den Kopf. Au. Da kriegst du noch mehr Kopfe. Doch nicht ich. Der ist ja für den Thomas. Da kriegt der Kopfe. Sag mal, spitzt jetzt. Da damit kannst du mir einen Schädel einschlagen. Nein, das ist doch ein magischer Stein. Habt ihr denn noch nie was von der mystischen Kraft von einem Kristall gehört? Man legt den Stor auf den Kopf. Au. Und der Schmerz ist weg. Aha, ja. Ich wette, du hast auch einen Stein. Aber einen, den du schon auf den Kopf gekriegt hast. Julia, ich hab's immer schon gewusst. Du bist die einzige Frau, die ich liebe. Und ich hab gestern schon Nein gesagt. Ach, du warst es. Nein, aber jetzt einmal im Ernst. Das ist ein Geschenk für den Thomas, weil er mal so eine schöne Annonce aufgesetzt hat. Was, eine Annonce? Ilse. Ja, genau. Auf die ich jetzt einen wunderschönen Brief gekriegt hab. Cool, sag ich euch. Einfach cool. Markus, warte mal. Warte. Was war jetzt das? Ja, mei. Der Markus ist in eine Frau verliebt, die er noch gar nicht kennt.
Ich glaube eher, jetzt hat er gar kein Hirn mehr. Nein, der Markus denkt halt ein bisschen langsamer wie andere Leute. Aber der Thomas kann keinen besseren Freund nicht haben wie den. Und ich keinen besseren als wir die. Oh! Wenn ich das junge Glück störe, kann ich ja wieder gehen. Was du wieder denkst? No. Den Schnaps habe ich von meiner Tante zu Silvester geschenkt gekriegt. Hoffentlich schmeckt er. Wer hat mein Gelbe-Rum und mein Pastete aus dem Kühlschrank gegessen? Ach, das waren deine? Ja, das waren meine. Die waren für meine Diät. Du brauchst ja jetzt keine Diät mehr. Ja, ich hab Hunger gehabt und da hab ich's gegessen. Ja, dann kauf dir selber was. Und wer hat meinen Tomatensaft drungen? Ja, also das war so. Nach der Pasteten habe ich ein bisschen lang Durst gehabt und es war halt leider nichts anderes da. Und da kann die zerputzen. Für was kauf ich mir das Zeugs denn immer? Zum Essen? Ja, freilich zum Essen. Aber für mich. Jetzt gebt's mal wieder Ruhe. Ja. Das ist doch kein Verbrechen. Sie kauft halt wieder alles nach, stimmt's? Außerdem, als werdende Mutter brauchst du doch jetzt keine Diät mehr. Ja. Du musst jetzt für zwei essen. Und zwar was Gescheites. Ist auch wieder wahr. Dann isst sie jetzt den Schinken aus dem Kühlschrank. Der kennt den Michael. Ja, auch recht. Der soll auch was tun für sein Kind. Wer kriegt ein Kind? Ilse. Die Karin von Michael. Ah, das ist gut. Ja, lass, dann kommen die zwei wieder zusammen. Ja, genau. Die sind wieder zusammen. Prost. Ja, da muss aber noch einiges passieren. Da drauf müssen wir einen heben. Sie will es ja mir noch nicht einmal sagen. Da müssen wir einen heben. Du meinst, weil er keine Arbeit hat? Ja, genau. Deswegen auch. Geht der Find schon eine Arbeit? Seit der Michael seine Arbeit verloren hat, ist er komisch geworden. Ja, ja. Manchmal unausstehlich. Ja, und du meinst, wenn er wieder Arbeit hat, dann wird er wieder wie früher? Ja, ganz bestimmt. Mhm. Sowas steigert das Selbstwertgefühl. Ja, und damit auch die Laune. Ja. Hey! Ja, Frau Krieg? Kann man da vielleicht was einschenken? Ich weiß nicht. Darf ich das? Darf sie das? Sie darf. Sie darf mir was bringen. Zwei bitte, doppelte. Jawohl, gnädige Frau, zwei doppelte. Dürfen es vielleicht auch drei sein? Ich bin doch keine Säuferin. Der dritte wäre für mich gewesen. Also, das geht in Ordnung. Ja, geht in Ordnung. Ich beeile mich. Ja, du, jetzt sag einmal, Gerhard, muss jetzt ich dann vielleicht jedes Mal fragen, wenn ich da herin was machen möchte? Ich meine, schließlich wohne ich doch da und das ist doch auch mein Haus. Nein, da herin wohnst du eben nicht. Weil diese Wohnung hast du an die junge Leute vermietet. Also ist denn hier eine Wohnung. Ja, aber ich muss mich doch ein bisschen um die jungen Leute kümmern. Nein, das musst du nicht. Die sollen für sich selber sorgen. Denn du und deine Krankheit, Schizophrenie, geistige Umnachtung, Klapsmühle. Klapsmühle. Ich konnte es nicht hören. Meinst du, dass es wirklich so schlimm ist mit mir? Wenn der das schreibt. Ilse, und du magst ihnen kein Frühstück mehr. Nein, das geht nicht. Was? Hast du den Kaffee schon mal probiert? Ja, du musst ja nicht trinken. Du trinkst deinen Kaffee bei dir drunten. So. Die jungen Leute sollen endlich lernen, für sich selber zu sorgen. Verstehst? Vor allem mein lieber Enkel Thomas. Ja, ich habe nämlich beschlossen, dass er von mir kein Geld mehr kriegt. Er weiß bloß noch nicht. Genau, das ist gut. Dann muss er nämlich jetzt endlich einmal was schreiben, was er Geld bringt. Genau. Und sauber machen und aufräumen tust du auch nicht mehr. Was, das darf ich auch nicht mehr? Nein, darfst du auch nicht mehr. Ja, aber dann erfahre ich ja nichts mehr. Eben drum. Das ist doch ein wunderschöner Brief, oder? So was Schönes habe ich noch nie gelesen. Das habe ich nur am Thomas zu verdanken. Ja, und dafür habe ich ihn auch zum Essen eingeladen. Dich natürlich auch, Julia, gell? Danke. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Autoschlüssel? Hat irgendjemand den Schlüssel gesehen? Der wird schon drin sein in deiner Tasche. Da ist er aber nicht. Hast du den eingesteckt?
Du bist doch das letzte Mal gefahren. Ach, Schmarrn, ich hab nur einmal in der Tasche. Schauen Sie mal. Der für den lesen? Ja, sicher. Dir? Ja, du. Der Schlüssel ist nicht da. Was machst du da? Heute ist Freitag und ich räume meine Taschen aus. Ach so. So, meine Herrschaften. Bitte schön. Die Getränke. Na also, da ist er ja. Wann gehst du die endlich einmal in deiner Handtaschen aus? Wenn ich einmal drin wohne. Da bleibt nicht schon wieder der Thomas. Thomas! Also, das ist ja wirklich ein wunderschöner Brief. So was Schönes habe ich noch nie gelesen. Ja. Und ich habe schon viel Brief gelesen. Ja, und ich erst. Ja, was ist denn das für ein Brief? Stell dir vor, ich habe eine Anzeige aufgegeben und eine Frau hat mir einen wunderschönen Brief zurückgeschrieben. Sie heißt Lisa, wie du, bloß anders. Also das ist ja mal wieder intelligent. Sie heißt Lisa, wie du, bloß anders. So ein Schmarrn. Ich hab doch den Nachnamen gemeint. Sie hat einen anderen Nachnamen. So, wo sollen wir jetzt essen? Was für ein Tag ist heute? Halbe sechs. Du machst mich ganz deppert. Markus, du bist der Depp. Danke. Okay, okay. Ich gehe jetzt aufs Klo und spül mich selber runter. Bleib da. Endlich. Heute geht's mir wieder gut. Ja, was ist jetzt? Gehen wir zum Essen. Nimmst das Rindviech zurück? Also gut, das Rindviech nehme ich zurück. Den Depp eventuell auch? Na, an Deppen nicht. Ja, was ist jetzt? Gehen wir. Also an euch zwei hätte der Sigmund Freud sei wahre Freude, wenn er noch leben darf. Das ist alles relativ. Du, das habe ich jetzt gehört, ohne dass ich gekorcht habe, gell? Aber. Ja, trink mal jetzt einmal. Ja, ich brauche jetzt dringend auch einen. Früher hat man immer gesagt, die Mannsbrüder machen einen bloß betrunken, damit sie einen vernaschen können. Also, bitte. Da drauf trinken wir einen. Prost! Leid, ich muss euch was sagen. Ich hab endlich einen Job! Was? Ja! Ich hab einen Job, Frau Blum! Ich hab einen Job! Und das hab ich nur Ihnen zu verdanken, Herr Blum! Das freut mich für dich, Michael! Und, was machst? Ich fange als Lagerist bei der Firma Binder an. Also? Gratuliere! Mensch, das ist ja super! Ja. Ich glaub, die Kinder noch jemanden, der sich drüber freut. Ja, ich freu mich, dass du endlich eine Arbeit gefunden hast. Ja. Wie meinst du? Ich freu mich, dass du endlich einen Job gefunden hast. Ja, ist ja schon gut. Was meinst du? Ich glaub, die Karin freut sich auch drüber. Meinst du wirklich? Ganz bestimmt. Außerdem wollte sie dir was sagen. Sie ist in der Küche und isst für zwei. Was? Ja, man denkt, ich wollte abnehmen. Na, jetzt nimmst du zu. Ich freue mich, dass du endlich eine Arbeit gefunden hast. Ja. Ist auch schon gut. Aber ich muss jetzt zuallererst einmal in die Küche. Karin! Ich freu mich, dass du... Ja, ich freu mich auch. Aber jetzt gehen wir gescheiter in deine Wohnung runter, weil die jungen Leute haben wir jetzt lang nur auf die Nerven gegangen. Ja, alle haben so einen Mogel. Ja. Und ich vielleicht auch. Gell, Gerhard? Die Post ist da. Halli. Hallo. Ein Backerl ist abgeworfen von Hammer schon. Na gut, komm ich später wieder. Was sie immer so, die daten doch verwahrlosen ohne mich. Ach, na.
Ja, aber das macht doch nichts, dass du meinen Schinken aufgegessen hast. Ach, wirklich nicht? Nein, dann kaufen wir morgen einen Nein. Ab morgen wird sowieso alles anders. Ab morgen habe ich nämlich endlich wieder eine Arbeit. Ja, wenigstens etwas. Ja und? Gefreist du wenigstens ein bisschen für mich? Sicher gefreie ich mich für dich. Schau, ab jetzt wird alles anders. Ja, ab jetzt bin ich ja nicht mehr so schlecht drauf. Und außerdem muss ich jetzt dann an den ganzen Tag arbeiten. Ja, da können wir ja gar nicht mehr streiten. Ja. Meinst du, dass es wieder so werden kann wie früher? Nix wird mehr so sein wie früher. Ja, aber ich hab doch jetzt dann eine Arbeit, eine sichere Anstellung. Jeden Monat Gehalt, Urlaub. Ja, da müssen wir dann auch nicht mehr jeden Cent umdrehen. Das wollt's doch immer. Trotzdem wird nix mehr so sein, wie es einmal war. Schade. Ja, und du meinst, es wird nichts mehr mit uns zwei? Ich hab nicht gesagt, dass mit uns nichts mehr wird. Du hast doch gerade gesagt, dass nichts mehr so wird wie früher. Ja, so hab ich das ja auch gemeint. Also, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Geh, Kim, jetzt sitz dir mal her. Nein, ich mag mich jetzt nicht hinsetzen. Da bin ich jetzt zu aufgeregt. Schau, ich fühle mich, wie wenn mir ein Web seinen Hintern gestochen hätte. Und jetzt tut er den Hintern weh. Nein, aber fürs vom G. Also jedenfalls ist es gut, dass du Arbeit gefunden hast. Freilich, du hast ja jetzt eine Arbeit. Nein, jetzt nicht mehr. Wir haben uns schon gefreut. Na gut. Dann freuen wir uns heute, dass du Papa wirst. Ja. Frau Krieg! Was? Also was wird? Du wirst Vater! Frau Krieg! Darfst du uns jetzt bitte allein lassen? Ja, ich hab's ihm doch schon gesagt. Das ist mir egal. Ich möcht's ihm aber sagen. Und ich möcht's ihm allein sagen. Heißt es, du kriegst ein Kind? Ja, so kann man's auch sagen. Und ich bin der Vater? Das hab ich doch gerade gesagt. Frau Krieg, jetzt lass uns halt endlich allein. Jetzt was interessant wär. Ich wär Papa! Ja, ich wär Papa! Frau Krieg, ich wär Papa! Ja. Ja, jetzt wissen wir schon! Ja, wahrscheinlich wissen's alle. Bloß ich, der Vater, der weiß von nichts. Geh, okay, ich hab's doch selber erst heute erfahren. Aber dann war ja deine Magenverstimmung gar keine Magenverstimmung. Ja, der Doktor hat gesagt, die Magenverstimmung braucht jetzt einen Vater. Und ich bin der Vater! Und ich werde ein guter Vater sein. Auf jeden Fall ein besserer wie meiner. Mein Gott, dann müssen wir heiraten. Karin, willst du mich heiraten? Ja, jetzt sag schon ja. Mir ist schlecht. Was? Schnell, holen Sie ein Wasser, jetzt machen Sie schon. Meinst du wirklich ein Wasser? Kein Schnaps? Nein! Keinen Schnaps, ein Wasser. Schon, Schnaps war bestimmt besser. Oh, endlich. Ich hab schon gemeint, ich wär mir nie los. Willst du mich wirklich heiraten? Ja, aber natürlich will ich dich heiraten. Ich wollte doch schon immer heiraten. Das kann manchmal so schön sein. Mein Schön. Ja, leider bloß manchmal. Was ist denn jetzt schon wieder, Frau Krieg? Vielleicht nicht doch ein kleines Schnapsen. Du schaust aus, als ob du einen brauchen kannst. Also gut, für mich einen. Und für mich auch einen. Ja. Sag einmal, war das jetzt gerade ein Heiratsantrag? Jawohl, das war jetzt gerade ein Heiratsantrag. Kannst du das nochmal sagen? So romantisch, nur für mich. Du willst das nochmal hören? Kein Problem. Geliebte Karin, Mutter meines Sohnes. Woher möchtest du wissen, dass er Sohn ist? Na bitte, schließlich war ich doch bei der Zeugung eigenhändig mit dabei. Und jetzt unterbrich mich nicht mehr, sonst verliere ich nur einen Faden. Geliebte Karin, Mutter meines Sohnes oder auch Tochter, willst du meine Frau werden? Ja!
ihr seid ja sowas von lästig. Wir sind nicht lästig, wir halten uns an die Vorschrift. Genau, das ist nämlich Vorschrift. Jeder Heiratsantrag braucht Zeugen. Ja, alle Achtung, du machst ihn. Es stimmt zwar nicht ganz, was ich gesagt hab, bloß zum Heiraten braucht man Zeugen, aber du hast mitdenkt. Also wenn ich ja mal einen Heiratsantrag mache, dann soll das die ganze Welt hören. Ja, weil sie die ganze Welt für deine Hochzeit interessiert. Michael, ich frei! Nein! Jetzt nimmer. So, meine Lieben, und jetzt entschuldigt's uns, weil wir wollen jetzt einmal eine Weile allein sein. Bitteschön. Und das ist wisst's. Heid, bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Also, geht doch. Ich sag's ja immer, Optimismus ist das halbe Leben. Ja, und wer macht jetzt mich glücklich? Ja, Markus, ich mach dich glücklich. Oh, Ilse, was hast du mir versprochen? Versprochen? Ja, dass du dich in nichts mehr einmischst, keine fremden Briefe mehr liest und nicht mehr so neugierig bist. Ja, aber dann macht's ja gar keinen Spaß mehr. Und wenn du da herum was machst, dann nicht mehr aus reiner Neugierde, sondern nur aus reiner Freude und Nächstenliebe. Ach so, ja genau. Ja. Nur noch aus reiner Freude genau. Und Nächstenliebe. Es macht mir Freude, Staub zu wischen. Es ist das reinste Vergnügen, das ich fliege. Es macht mir Spaß, Staub zu wischen. Ich liebe Schaumen, weil ich liebe es. So, jetzt gehst du mal mit mir mit. Ich zeig dir jetzt, wo Spaß macht. Opa, was machst du denn? Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Auf geht's. Da müssen wir hinterher. Nicht, dass die irgendwelche Dummheiten machen. Aber du wolltest mir doch noch sagen, was ich mit der Frau. Geht's um den Brief, den du gekriegt hast? Ja, genau. Stell dir vor, die Frau ist genau auf meiner Wellenlänge, als ob's mich kennen darf. Dabei konnte sie mich doch gar nicht kennen. Vielleicht kennt sie dich ja doch. Wer weiß? Aber sie kann mich doch gar nicht kennen. Ich meine, ich kenn sie doch auch nicht. Sie heißt Lisa, gell? Ja, genau, Lisa, wie du, bloß anders. Oh, Scheiße, jetzt habe ich schon wieder so einen Blödsinn geredet. Stimmt. Also, die in dem Brief, die heißt Lisa Wehmann und du heißt ja bloß Mann. Dafür heißt die Julia Weh. Ja, genau, dafür heißt sie Weh. Also, wenn sie euch zwar zusammen dort arbeitet, dann darf's Wehmann heißen. Oder Mann Weh. Ja, geht. Dann darf ich Wehmann heißen. Ja, genau. Dann darfst du Wehmann heißen. Hast du mir sonst noch irgendwas zum Sagen? Ja, schon. Dann sag was. Das ist jetzt... jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das macht doch nichts. Hauptsache, wir haben drüber geredet. Ja. Sollen wir uns vielleicht über den Stern in deiner Nudelsuppe unterhalten? Ja, genau. Darüber wollte ich sowieso mit dir reden. Ich wollte nämlich wissen, was du dazu meinst. Liebe ist wie Ebbe und Flut. Ein ständiges Geben und Nehmen. Ja, genau das hat's geschrieben. Ja, ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Also, wer solche Briefe schreibt, der muss ein großes Herz haben. Lass mich der Stern in deiner Nudelsuppe sein. Und die Kirsche in deiner Nachspeise. Ja, genau. Ist das nicht proletisch? Poetisch, meinst du? Sag ich doch. Ah, Markus. Du sollst doch mal zum Opa kommen. Ja, ich komme. Muss das gerade jetzt sein? Sorry, hab ich dir gerade irgendwas versaut?
Ja, das passt. Also langsam gehen wir vielleicht schon ein bisschen auf die Nerven. Ja, aber er hat doch gar nichts gemacht. Das ist ja. Was soll ich denn noch alles machen? Der merkt einfach gar nichts. Ja, du musst die Sache halt einfach noch fester in die Hand nehmen. Soll ich ihm vielleicht dann noch einen Antrag machen? Ja, wenn er anders nicht draufkommt. Ja, freilich. Ja, freilich, so weit kommt's noch. Frau Krieg. So weit kommt's noch, dass wir Frauen die Männer die Arbeit auch noch abnehmen. Also zu meiner Zeit. Ja. Zu ihrer Zeit haben Frauen einen Liebestöter dran. Zu meiner Zeit haben die Männer einen Antrag gemacht. Ja, dann konnt's aber warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Na, Sitten sind des Heiztags. Und was ist mit dem Opa Blum? Der ist schon lang jenseits von Gut und Böse. Frau Krieg, das sage ich ihr. Das werden ganz schön frustrieren. Wer ist frustriert? Der Opa Blum. Wieso? Na, war nur ein Spaß zwischen der Frau Krieg und mir. Lisa ist frustriert. Der Markus, der hat immer noch nichts begriffen. Ja, der beißt einfach nicht an. Ja. Du, ich helf dir gleich, gell? Ja. Ilse, was tust denn du schon wieder da? Ich habe nicht gelauscht. Ich habe nur das Backerl da abgegeben. Und das mache ich aus reiner Freude und Nächstenliebe. Ich liebe Arbeit. Da mag sie bei dir unten. Ja, Lisa, das machst du schon. Julia, die suche ich gerade. Schau her, lies das einmal. Schieberl-Verlag. Da wärst du auch nachher. Und der Thomas wärst. Vielen Dank für die Zusendung Ihres Romans Licht im Dunkeln. Bin gleich wieder da. Na halt, du gehst auch mit Tage her. Du hast da herum nichts mehr verloren. Abmarsch. Die Beurteilung durch unseren Verlag fiel durchaus positiv aus. Und übersenden Ihnen hiermit einen Vertragsentwurf. Vertragsentwurf? Ich werd verrückt! Was ist? Ist eine reiche Tante gestorben? Na, aber der Thomas, der kann endlich seinen ersten Roman verkaufen. Ja, der Opa, der hat genau das gemacht, was ich schon seit langem machen wollte. Er hat das Manuskript, das er beim Thomas in Auftrag gegeben hat, an diesen Schieberl-Verlag geschickt. Und die sind anscheinend total begeistert. Ja, nur wer bringt das jetzt dem Herrn Künstler bei? Also das kann doch nicht so schwer sein. Ah, hast du eine Ahnung? Den Roman, den er für den Opa geschrieben hat, der ist ja nur Schund in seine Augen. Tja, da ist guter Rat teuer. Apropos teuer. Du, sag einmal, was mache ich denn jetzt mit dem Abendkleid, das ich mir letzten Monat gekauft habe? Das passt mir doch bald nimmer. Sitzt halt auch ein Noss in die Zeitung, schreibst, tausche Kleid, nur einmal getragen, gegen gut erhaltenen Kinderwagen. Ach, gute Idee. Und wenn ich's nicht loskrieg, dann kaufst es du. Ich mein, dir passt's bestimmt. Tja, und ich zieh's dann als Minikleid an. Gute Idee. Ja. Ach du, übrigens, die Lisa trinkt sie anscheinend gerade Mut an. Was hat's denn vor? Ja, wahrscheinlich will sie an Markus verführen. Ach du meine Güte. Ja. So viel Alkohol haben wir doch gar nicht im Haus. Haben wir vielleicht noch irgendwo ein Likör im Haus? Der Schnaps ist aus. Wo ist denn der Markus? Nicht da? Schau ich aus, als hätte ich versteckt. Mann, oh Mann, ist der schwer von Begriff. Was soll ich denn noch alles machen, damit er endlich merkt, dass ich ihn mag? Mei, sag's ihm halt einfach. Na, das kann ich nicht. Na, und nüchtern schon gleich gar nicht. Ja, und die Schnapsflaschen ist leer. Was meinst du, was ich jetzt an Thomas sagen darf? Entweder er macht einen Luftsprung oder er macht mich kalt. Das war ein Fehler. Kalt bist du ungenießbar. Hast du mich gerade nicht verstanden? Er bringt mich um. Die der Thomas umgebracht hat, leben alle noch. Also,
Du bist keine Freundin, du bist herzlos. Ich bin nicht herzlos. Ich habe mein Herz an einen Mann verschenkt. Aber der kapiert's einfach nicht. Vielleicht sollte man ein Haustier als Ersatz zum Kuscheln anschaffen. Oh Gott, bin ich blöd. Ja, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ach Gott, bin ich blöd. Bin ich blöd. Ja, jetzt komm die nur wieder. So blöd bist du auch wieder nicht. Julia, du musst mir helfen. Sag mir, was ist für dich das Wichtigste bei einem Mann? Die Augen. Und was noch? Die Hände. Und was noch? Jetzt, wenn du weiterhin so blöd fragst, dann sag ich dir doch nur die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass man in der Anatomie bei manchen Männern den Leerraum zwischen den Ohren Kopf nennt. Ja. Genau so fühle ich mich jetzt. Leer. Gehirnleere. Ah, was ich dich noch fragen wollte. Sag mir bitte, was muss ich machen, um der Lisa zu imponieren? Der Lisa? Frag's halt selber. Was? Ha! Das hat er doch schon. Du bist ja. Bist du schon lang da? Also ich geh jetzt mal zum Opa Blum und reise ihm wegen der Eigenmächtigkeit zwecks diesem Schieberl-Verlag am Kopf ab. Was? Wieso zum Opa Blum? Kümmer dich nicht drum, was die Julia sagt. Erzähl mir lieber von dem schönen Brief, den du gekriegt hast und von der warmherzigen Frau. Aber den hast doch du geschrieben. Ach, was? Wer sagt denn das? Ja, ich und der Thomas. Wollen wir uns nicht vielleicht ein bisschen setzen? Ich meine, das ist doch gemütlicher. Ja, viel gemütlicher. Jetzt. Also, ich hab dir doch gesagt, dass die Frau, die den Brief geschrieben hat, dich kennt. Ja, stimmt. Aber warum hast du dich denn nicht zu erkennen gegeben? Kannst du das nicht denken? Ja, schon, aber jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja, das war aber jetzt nicht schlecht, wenn du was sagen darfst. Ich mein, wenn wir weiterkommen möchten. Ja, ich... Mensch, das ist jetzt mega peinlich. Ich möchte ja weiterkommen bei dir, aber ich bin heute einfach ein Langweiler. Ja, schon ein bisschen. Aber ich bin noch nie auf so eine liebe Art gelangweilt worden. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Also, dass du so einen schönen Brief geschrieben hast, das will mir einfach nicht in den Kopf. Du, Lisa? Ja, Markus? Wenn ich dich jetzt küssen darf, was darfst du dann machen? Wahrscheinlich nix. Wirklich? Wirklich. Oh. Na, endlich! Lisa, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich sagen soll. Sag einfach nix. Dann sag ich nix. Oh. Nur mal meine Güte! Na, wer sagt? Scheibenschorn! Na, endlich! Du, Markus Kim, ich glaub, wir gehen auf mein Zimmer. Da gibt's wohl Zuschauer. Halt! Keiner geht jetzt raus. Setz dein Tütchen einmal hier. Warum denn? Ich brauch euch als Zeugen. Als Zeugen? Für was brauchst du Zeugen? Sicher ist sicher. Da! Lies einmal. Jetzt pass auf, jetzt platzt gleich ein Bomben. Wer von euch war das? Wer hat mein Manuskript an den Verlag geschickt, ohne mir was zu sagen? Ja, ich war das. Opa,
Das ist doch... Also bevor du jetzt zum Mörder von deinem eigenen Sponsor wirst, rufst du zuallererst einmal bei dem Verlag an, ja? Schau, da steht extra die Nummer von dem Verleger drauf. Ja, und ob ich den anruf? Also der kann was erlesen. Ich lass nicht zu, dass so ein Schund veröffentlicht wird. Ja, aber der Schund, der hat einen Haufen Geld bringen. Ich hab gar nicht gewusst, dass du einen Schund schreibst. Sei du bloß still und halt deinen Stern in der Nudelsuppe fest. Dass ihr zwei schon so lange unter einem Dach wohnt und noch nicht zusammengefunden habt, die spricht Bände. Was für Bände? Hast du mehrere Romane geschrieben? Selig sind die Armen im Geiste. Das ist es. Hoffentlich macht der jetzt keinen Schmarrn. Ja, was ist mit dir? Du bist doch sonst immer so wief. Weißt du, keine Lösung? Also, ich bitte dich, ich misch mir doch nicht in anderlei dir angelegt. Oh, nein. Hallo, hier ist Hemming. Thomas Hemming. Ja, Hemming ohne Way. Haha. Richtig. Mein Großvater hat ohne mein Wissen. Was? Na, ich möchte das. Was? Nein, ich möchte das. Was? Wie viel? Aha. Bloß ein Vorschuss. Ja gut, dann bin ich morgen um 10 Uhr bei einem Verlag und unterschreibe den Vertrag. Beschütz mich, sonst kann ich dich nicht mehr beschützen. Geh her, Bürscher, wenn's da drauf. Kriegst du nur über meine Leiche. Ja, aber ich möchte noch bloß umarmen. Was, umarmen? Nur über mich. Opa, du hast mir zu meinem Glück verholfen. Ich krieg einen Haufen Kohle. Opa, du hast mich zu einem reichen Mann gemacht. Ja, Gott sei Dank. Sonst war mir wohl wirklich die Kohle nur ausgegangen. Und du hättest mich zum armen Mann gemacht. Sag bloß, sie drucken deinen Schund. Mein lieber Markus, ein Roman, der 50.000 Euro als Vorschuss bringt, kann kein Schund sein. Also dieses Argument hat sogar mich überzeugt. Was? 50.000 Euro? Ja! Und du? Du bist nicht mehr länger meine Freundin. Sondern meine Verlobte. Julia, willst du mich heiraten? Ja! Noch eine Hochzeit! In meinem Haus ist die reinste Heirateritis ausgebrochen. Das halt ich nicht aus. Und ob du das aushältst, du musst eine Brautjungfrau machen. Ja, und kriegst einen Schleier. Weil aber das wird ein Riesenfest. Ja, und wer zahlt das alles? Ja, ich zahle das alles. Na, tut mir leid. Unter diesen Umständen kann ich nicht heiraten. Wieso das? Du weißt, dass ich schon immer gesagt habe, ich heirate erst, wenn ich meine Hochzeit selber zahlen kann. Gut, dann trete ich freiwillig von der Zahlung zurück. Frau Krieg, wir müssen Ihnen was sagen. Ja, ich weiß schon, ihr wollt auch heiraten. Mein Haus ist zum reinsten Heiratstempel geworden. Ja, das auch, aber eigentlich wollten wir Ihnen nur sagen, dass wir uns schön langsam um eine eigene Wohnung umschauen. Ja, jetzt, wo wir bald zu dritt sind, wird's hier doch ein bisschen eng. Was? Ihr wollt's mich verlassen? Ja, so leid's uns tut, Frau Krieg. Also, wenn wir gerade dabei sind, wir werden über kurz oder lang auch ausziehen. Was? Ja, ich habe eine kleine, schöne Wohnung in meinem Elternhaus in Aussicht. Ja, und man braucht ja schließlich seine Privatsphäre. Sphäre? Sag ich doch. Was? Ihr wollt auch ausziehen? Ja, aber dann ist ja niemand mehr da, von dem ich... Die Brief lesen kann? Also, ich lese doch keine fremden Brief. Nein, nie! Vielleicht einen? Ilse. Ja?
Na gut, vielleicht zwei oder drei oder. Ja, und was ist mit dem Brief, der heute in meinem Zimmer gelegen ist, den ich aber gestern hätte schon kriegen sollen? Da wollte ich dich nur schonen, wo du doch sowieso so viel Sorgen gehabt hast. Also haben sie ihn gelesen? Der Brief, der war so unverschämt, dass ich am liebsten ungelesen wieder zurückgesteckt hätte. Ja. Aber keine Angst. In Zukunft wird die Ilse keine fremden Briefe mehr lesen, weil sie genau weiß, was dann passiert. Klapsmühle. Ja. Genau. Und dass sie in Zukunft erst gar nicht in Versuchung kommen, sage ich unserem Postboten, dass er in Zukunft die Briefe immer bei uns persönlich abgeben soll. Außerdem lassen wir einen extra großen Briefkasten anbringen. Okay, das braucht's doch nicht. Doch, doch, das braucht schon. Das heißt also, dass ihr zwar da bleibt. Ah. Mein, so eine Freude! Ilse! Und Frau Krieg, wir mieten dann gleich die ganze Wohnung. Mit einem neuen Schloss. Ach, das braucht's doch nicht. Doch, doch, das braucht schon. So eine Freude! Ilse, du gehst jetzt hier, jetzt langt schon wieder. Außerdem müssen wir ja da bleiben. Ja, schließlich muss ja jemand auf Sie und meinen Opa aufpassen. Ja, weil der ist für sein Alter immer noch voll gut drauf.